Ich habe die Verschwörerbande herausgefunden. Ich kenne zwar nicht den Chef, aber ich kenne alle seine Leute mit Namen. Und diese Namen sind auch gut zu merken. Ja. Diese Personen werde ich jetzt mit Namen benennen. Es sind asoziale Elemente. Es sind furchtbare Spießgesellen, geheimnisumwitterte Typen, als auch eine Art von Inkognito-Geistwesen in allerhöchster Perfektion. Aber ich werde jetzt und hier die Namen nennen. Ihr seid erkannt. Der Spaß ist zu Ende. Ja, das ist meine Aufgabe. Es hat gestern das Telefon geklingelt. Da rief einer an und sagt, willst du einen Job? Und ich sagte, okay. Ich nehme jeden Job. Da sagt er, du musst die Verschwörerbande finden. Habe ich gesagt, das ist ja gar kein Problem, das ist der richtige Job für mich, den mache ich. Also habe ich mich die ganze Nacht auf die Spur gemacht. Na? Und ich habe meine eigenen Methoden angewendet. Mögen sie unkonventionell sein, aber sie sind effektiv. Aber es sind viele. Aber das ist nicht das große Aber. Es gibt noch ein viel größeres Aber. Denn sie haben einen Trick. Sie haben alle den gleichen Namen. Ja. So kann man sie leicht finden. Oder nur ganz, ganz schwer. Das ist der Trick. Gut. Meine ich, das ist gut, okay. Aber wie heißen Sie denn? Sie heißen juristische Person. Vorname und Nachname, alles in eins. Ausgeklügelt. Und die juristischen Personen sind die Verschwörer, die ausführenden Verschwörer, die Organisatoren der Verschwörung sind die Chefs der juristischen Personen. Jetzt wisst ihr es! Jetzt wisst ihr es alle! Die Wahrheit ist heraus. Ihr seid